Meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind und einen Platz gefunden haben. Und alle, die hier keinen Platz gefunden haben, sind sicherlich in dem anderen Raum, weil der Vortrag ja quasi gestreamt wird, weil wir, ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal ist, aber zumindest mussten wir diese Foskes-Konferenz als ausgebucht tatsächlich markieren, weil mit 500 Teilnehmern wir hier einfach auch mehr nicht reinpacken konnten. Von daher ist es mal schön, dass Sie alle da sind und dass ich Sie hier in Dresden im Namen des Foskes e.V. begrüßen darf. Ich wünsche Ihnen ein paar schöne Tage und darf auch direkt den Dr. Frank Schwarzbach vorstellen, der Ihnen jetzt noch ein paar Worte sagen wird. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie und euch recht herzlich hier an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden begrüßen. Ich darf hier für die lokale Organisation sprechen und in dieser Rolle freue ich mich zunächst mal ganz besonders, dass es uns gelungen ist, hier ein hochkarätiges Grußwort zu akquirieren. Herr Dr. Frank Feil ist Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Ich darf ihn in diesem Rahmen als alten Fahrensmann im Bereich Geoinformation ankündigen. Von seiner Vita her ist er also hat zunächst Lehramt studiert auf Geografie und Mathematik. Und in den weiteren beruflichen Stationen ist er dem Thema Geo immer auf die eine oder andere Art und sehr oft auch sehr eng verbunden gewesen. Insofern ist es genau die richtige Persönlichkeit, die Sie hier in Dresden und in Sachsen begrüßen kann. Herr Dr. Feil, ich darf Sie um Ihr Grußwort bitten. Jetzt bin ich, glaube ich, besser zu hören. Immer noch nicht. Ich gebe mir eigentlich alle Mühe, aber jetzt kommt es, glaube ich, ja, wenn ich es so richtig mitbekomme. Ja, also meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wiederhole ich nochmal für diejenigen, die es nicht verstanden haben, die insbesondere außerhalb des Raumes sind. Das ist zu viel des Lobes. Ich habe zwar eine hohe Affinität zu den geografischen Fragen, im breitesten Sinne, aber es steht mir eigentlich nicht zu, Ihnen, die Sie die geballte Kompetenz an der digitalen Umsetzung von Geoinformationen auf der einen oder anderen Ebene wirken, sozusagen Ihnen da irgendwelche fachlichen Ratschläge zu geben. Insgesamt bin ich aber sehr stolz gewesen, dass Professor Schwarzbach mich gefragt hat und insofern möchte ich Sie zunächst, sofern Sie nicht aus Dresden kommen, hier in Dresden, in dieser wunderschönen Stadt, mit Ihren Sehenswürdigkeiten begrüßen. Dresden, das ja nicht umsonst ein durchaus, zumindest im Kerngebiet, einen mediterranen Flair hat und nicht nur deshalb auch als Elbflorenz bezeichnet wird, ist eine schöne Stadt. Und ich will auch noch deutlich sagen, sie hat auch ganz, ganz nette Menschen. Sie haben in den vergangenen Wochen, Monaten, vielleicht sogar 2, 3 Jahren schon wahrscheinlich vieles über Dresden gehört. Und ich würde mir wünschen, dass Sie auch die Gelegenheit haben, Professor Schwarzbach, ich hoffe, das Programm ist nicht ganz so voll, aber dass alle, zumindest auch Auswärtigen, die Möglichkeit haben, diese Stadt und auch die Menschen näher kennenzulernen. Denn Dresden, ich glaube, das ist, kann ich ohne Überzeugung und ohne Übertreibung sagen, ist nicht nur für die Geschichte, für die Tradition, für die Kultur, für die Architektur, für ihre Physiognomie oder anders gesagt für ihre Skyline eine bekannte Stadt, sondern Dresden steht insgesamt auch für Offenheit, für Herzlichkeit und auch für ein demokratisches Grundverständnis. Das sage ich deshalb ganz bewusst, weil die Medien und das mediale Bild oftmals durchaus etwas anderes wiedergibt, weil es eben selektiv wirkt.
Und das Schlimmste dabei ist, und das ist auch etwas, was Sie wahrscheinlich, wo Sie ständig mit konfrontiert werden, ist, dass sich die positive Botschaft, die innovative Botschaft, die zukunftsweisende Botschaft oftmals eben medial nicht verkauft, sondern eher die negative. Ich will auch deutlich machen, dass dieses Bild aber nicht dem Anspruch von Dresden, dem Anspruch der Menschen in Dresden, aber auch insgesamt dem Anspruch von Sachsen gerecht wird. Und neben diesem dem demokratischen Bild, neben diesem Menschenbild möchte ich auch sagen, dass Dresden natürlich auch für Innovation und für Wissenschaft steht, für Kreativität in der Entwicklung, ob das jetzt, ich sag mal, im technischen Bereich ist, ob das im künstlerischen Bereich ist. Ich glaube, Dresden ist da durchaus ein Synonym für Innovations, für einen Innovationshotspot. In der Geschichte ist das so, dass viele Produkte genau für diese für dieses Bild auch stehen, also Aspekte, die im Grunde genommen ihren Ursprung in Elbflorenz haben. Ich darf da ein paar Begriffe einfach nennen. Denken Sie an Johann Friedrich Böttger, der 1708 Gold suchte und in seinen Laboratorien an der Brühlschen Terrasse dort direkt an der Elbe dann die Rezeptur für das weiße europäische Hartporzellan gefunden hat. Denken Sie an Herrn Tschirnhaus, dessen optische Linsen mit einem Durchmesser von mehr als einem Meter im Grunde genommen im In- und Ausland sehr begehrt waren. Und ich weise darauf zurück, das geht zurück auf das 17. Jahrhundert, 1697. Für die Feinschmecker und diejenigen, die der Fastenzeit entsagen, möchte ich nur darauf hinweisen, dass die Schokoladenindustrie in Dresden einen wesentlichen Standort hat. Und mit Hinweis auf die Fastenzeit wissen Sie ja, die ist ja jetzt und es gibt viele, die dann auf alles das verzichten, was dick macht. Dann sage ich immer insbesondere auf den Spiegel, auf die Waage. Aber die Schokoladenindustrie ist etwas, das man auch mal hier in Dresden, da kann man auch der Sünde wert sein. Die erste Mineralwasseranstalt ist in Dresden, der Welt ist in Dresden gebaut worden und auch die erste deutsche Lokomotive, die Saxonia, stammt aus Dresden, ist ein Werk von Professor Johann Andreas Schubert gewesen. Schubert war es auch, der das erste Dampfschiff auf der Oberelbe, die Königin Maria entworfen hat und in Dresden herstellen ließ. Und so ließ sich das verschiedentlich fortsetzen. Ich möchte noch auf eine Entwicklung hinweisen, die dann auch eine hohe Affinität zu Ihnen, zu Ihrem Beritt hat. Und da gehe ich zurück auf das Jahr 1861. Im Jahr 1861 hat der General Johann Jakob Bayer die Forderung nach einer europäischen Gradvermessung gestellt. Und Sachsen war einer, oder in Sachsen stand war eines der Pionierregionen für die Umsetzung. Insgesamt 158 Vermessungspfeiler sind, glaube ich, heute noch mehr oder weniger erhalten. Und die Basislinie, die ungefähr 9 Kilometer lang ist für die Triangulation, steht unweit von Dresden, befindet sich in Großenhain, in der Nähe des dortigen Flugpass. Einer der drei Kommissäre war Christian August Nadel, ein bekannter Geodät. Ich will darauf hinweisen, dass also Erfindungen durchaus etwas sind, das zu dem Bild von Dresden, das zu dem Bild von Sachsen gehört. Und Erfindungen in einer modernen Industriegesellschaft entstehen aber vor allem dort, wo es gelingt, in interdisziplinärer Zusammenarbeit ein breites wissenschaftliches Potenzial auf der einen Seite und eine kreative Industrie auf der anderen Seite zusammenzuführen. Dresden hat hierfür gute Voraussetzungen und kann dies auch mit einer Reihe von innovativen Lösungen aus der jüngsten Vergangenheit beweisen. Und insofern darf ich nicht nur der Ortsgruppe hier, dem regionalen Verband, sondern insgesamt den Veranstaltern der HDW gratulieren. Man hat, glaube ich, mit diesem Veranstaltungsort von Vosges eine richtig gute Entscheidung getroffen. Also dafür, Professor Schwarzbach, nochmal vielen herzlichen Dank. Seien Sie insgesamt also herzlich willkommen in einer innovativen, in einer anregenden Stadt Dresden. Meine Damen und Herren, diese Stadt hat neben ihren Vorzügen, die ich jetzt schon versucht habe anzureißen, ist sie natürlich auch, und da muss ich jetzt so ein bisschen in meiner Funktion auch hier zu Ihnen sprechen, sie ist auch Sitz von der ganzen Reihe überregional tätiger Unternehmen aus den Bereichen der Vermessung und der Fernerkundung. Wir haben mit der TU, wir haben mit der HTW hier akademische
Einrichtungen von Weltruf, die in diesem Bereich aktiv sind. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Landesbehörden, die im Bereich der Geoinformation unterwegs sind. Dazu zählt neben dem Staatsbetrieb für Geoinformation und Basisvermessung in Sachsen auch das zu dem Geschäftsbereich des Umweltministeriums gehörende Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Wenn man auf diese Verwaltungswirklichkeit dann zu sprechen kommt, dann will ich nochmal versuchen, den Blick auch für Sie zu weiten, weil das, was sich für die Verwaltung feststellt, natürlich auch insgesamt das gesellschaftliche Leben im Augenblick geprägt. Es gibt zwei Entwicklungen, die wir in der Verwaltungswirklichkeit berücksichtigen müssen. Das eine ist die Internationalisierung, Globalisierung, und das zweite ist die Digitalisierung. Und das muss man nicht nur als Entwicklungstendenzen feststellen, sondern man muss insbesondere auch darauf hinweisen, dass das in den politischen Analysen durchaus auch dazu führt, dass damit Ängste verbunden sind, damit Grundängste in der politischen Meinungsbildung verbunden sind. Das mag gerade für Sie, die ja, ich sag mal, in diesen Bereichen da auch sehr vorwärtsstrebend unterwegs sind, mag das nicht ganz nachvollziehbar sein. Aber wir müssen immer davon ausgehen, es geht auch bei diesen Prozessen darum, die Gesamtheit der Bevölkerung mitzunehmen. Und deshalb möchte ich gerne voranstellen, dass bei all Ihrem Streben, bei all Ihren Entwicklungen, bei all Ihren Überlegungen letztendlich Sie davon ausgehen, dass das nicht zum Selbstzweck ist, sondern dass es immer einer Anwendersicht bedarf, einer Nutzersicht. Das betrifft schon alleine die Begrifflichkeit, die Sprache. Also ich habe mal versucht, gerade Verwaltungsleuten gegenüber deutlich zu machen, dass das Wichtigste eigentlich wäre, ein Wörterbuch zu entwickeln zwischen der IT-Sprache und der Verwaltungssprache. Weil wenn Sie diese beiden Gruppen zusammensetzen, werden Sie oft feststellen, dass Sie zwar wahrscheinlich mit den gleichen Begrifflichkeiten reden, aber aneinander vorbeisprechen, weil sie im Grunde genommen kein Verständnis dafür haben. Die Nutzersicht ist weiter wichtig, auch das ist, sage ich Ihnen, nichts Neues, ist die Frage der Sicherheit, der informellen Selbstbestimmtheit der Beteiligten. Es geht bis sogar hin zu diesen Fragen der entsprechenden Bildung, und dabei habe ich nicht nur die schulische Bildung im Blick, sondern es geht hier insbesondere auch um die Generation, die jetzt im Berufsleben steht, und auch die Generation, die schon aus dem Berufsleben wieder raus ist, nämlich unsere super agilen und mobilen Senioren. Wenn ich mich über digitale Kompetenzen mit meinen Kindern unterhalte, dann erzähle ich immer die Geschichte, dass ich mal mit meinem Smartphone ein Problem hatte und dann zu meinem Sohn gesagt habe, wie macht man das ja? Und dann sagt er, ach komm Papa, er ist ihm so höflich, ich mach dir das schnell. Dann hat er da irgendwo was gemacht, irgendwas, eine Tastatur bewegt, und dann ging das wieder, und dann habe ich ihn gefragt, na, was habe ich davon jetzt gelernt? Und da sagt er, ganz klar, die Erkenntnis, wenn du wieder ein Problem hast, kommst du wieder zu mir. Auf der anderen Seite behaupte ich auch immer, weil das auch immer so dargestellt wird in der Schule, dass die Lehrer nicht so weit sind und dass die Kinder eine höhere digitale Kompetenz aufweisen. Das mag sein. Aber ich behaupte immer wieder, nur weil ich in der Lage bin, als Jugendlicher schneller eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, als der Vater, der vielleicht eher schon in den Gelenken Schwierigkeiten hat. Das hat noch nichts mit digitaler Kompetenz zu tun. Also deswegen für mich ganz wichtig, dass wir sozusagen hier nicht nur die junge Generation im Blick behalten, sondern insbesondere diejenigen, die jetzt im Berufsleben stehen. Die Innovationszyklen sind so hoch, und auch da muss ich Ihnen nichts erklären, dass all diejenigen, die heute im Berufsleben stehen, in der Perspektive mindestens noch einen Innovationsschub miterleben. Wenn ich mich noch zurückerinnere, um die Jahrtausendwende, was ich da für ein Handy hatte, und wenn ich sehe, mit welchem Gerät ich heute zum Teil agieren darf, dann sind das Quantensprünge. Und ich behaupte für mich nicht, dass ich weiß, was das bedeutet, was da für Möglichkeiten dahinter stecken. Und ich hoffe, dass ich noch eine Zeit lang arbeiten darf. Da gehe ich mir ganz sicher, da kriegen wir noch eine neue Innovation rein. Da müssen wir die Leute mitnehmen und insbesondere eben auch die Senioren. Es geht eben nicht darum, zum Beispiel bei der Entwicklung im ländlichen Raum über Möglichkeiten der Telemedizin zu reden, wenn wir auf der anderen Seite überhaupt keine entsprechende Mobilfunkausstattung haben, oder wenn wir den älteren Leuten gar nicht sagen, wie so ein Ding funktioniert oder wie er das nutzen kann. Also deswegen bitte, die Bitte an Sie, bei diesen Ihren Überlegungen immer
sozusagen die Gesamtheit, die Altersstruktur der Bevölkerung mit zu berücksichtigen. Diese Digitalisierung, das ist ein zweiter Aspekt, auf den ich eingehen möchte in Bezug auf die Verwaltung, ist etwas, was das Verwaltungshandeln nachhaltig beeinflussen wird. Da gibt es dann die sogenannten E-Government-Prozesse. Für uns in Sachsen ist es im Augenblick so, dass wir uns bei diesem E-Government-Prozess im Augenblick von der Entwicklung hin, also von der Ideenentwicklung hin und vom Leitbild hin zu einer Vergesetzlichung bewegen. Das ist nun mal so, in einem Rechtsstaat wird vieles geregelt und vieles normiert. Und das bezieht sich sowohl auf die Landesebene, soweit wir hier die entscheidende Regelungskompetenz haben, aber auch auf die Bundesebene oder auf die europäische Ebene. Und da spielen manchmal auch Dinge eine Rolle hinein, die offensichtlich zunächst gar nicht den Zugang haben, wenn ich an die EU-Datenschutzgrundverordnung denke, welche Konsequenzen das dann zum Teil auch für die E-Government-Prozesse hat. Fakt ist, und das ist auch die Einsicht der sächsischen Staatsregierung, dass Digitalisierung eines der wichtigsten politischen Vorhaben ist und dies nicht an Legislaturen gebunden, sondern das ist eine Daueraufgabe, in der wir uns bewegen. Der Freistaat hat für die staatlichen und auch kommunalen Behörden eine Reihe von technischen Komponenten kostenfrei zentral bereitgestellt, diese sogenannten E-Government-Basiskomponenten. Da will ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen. Ich möchte nur auf eins Bezug nehmen, weil es wieder auch Ihr inhaltlicher Fokus ist. Wir gehen davon aus, dass ca. 80%, lassen Sie es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein, aber in der Größenordnung 80% aller Verwaltungsentscheidungen einen Raumbezug haben. Also sie stehen alle immer im Kontext mit irgendeiner Verörtlichung. Das bedeutet eigentlich, dass diese Anforderung an das, was wir im Bereich der Basiskomponente, die sich mit den Geoinformationen beschäftigt, bedeutet das, dass wir natürlich bestimmte Grundanforderungen eigentlich auch erfüllen müssen. Nämlich im Alltag bedeutet das, dass wir eine Verfügbarkeit der Daten genauso wie die Solidität und deren Verlässlichkeit brauchen. Das heißt, wir brauchen natürlich darüber hinaus eine Aktualität der Daten. Die Prozesse der Datenerfassung, die Prozesse der Datenbearbeitung und auch des Vorhaltens von Daten müssen möglichst belastbar sein. Und was auch ganz wichtig ist, weil das insbesondere in der Verwaltung oftmals der Fall ist, dass wir dann redundante Datenbestände anschaffen, dass wir dann sagen, okay, bin immer froh, ich bin derjenige, der hier Daten vorhält und das macht mich zum Alleinstellungsmerkmal. Und wenn ein anderer die gleichen Daten hat, dann fängt man dann schon an, erstmal über das Datum nachzudenken und zweitens zu gucken, wie interagieren die nun miteinander. Also deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir dieser Verzicht auf die Redundanz sind, glaube ich, eine wesentliche Grundvoraussetzung. Dies alles versuchen wir mit der Basiskomponente Geodaten, der sogenannten GeoBug, im Rahmen dieses E-Government-Prozesses abzudecken. Diese GeoBug ermöglicht den Anwendern von Geoinformationen, aber auch den Bürgern und natürlich der Verwaltung die Möglichkeiten zur Recherche und auch zum Zugriff von Geoinformationen in der sächsischen Verwaltung. Sie ermöglicht aber auch den Anbietern von Geoinformationen die Veröffentlichung von entsprechenden Daten im Internet. Beispiele für solche Geodatenangebote sind das Geoportal Sachsen, das zentrale Landesportal Bauleitplanung, die Denkmalliste Sachsen. Gleichwohl denke ich, wir sind da schon ein Stück vorangegangen, aber gleichwohl ist es wohl so, dass der Digitalisierungsprozess auch in der Verwaltung nach dem heutigen Verständnis erst begonnen hat. Und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, kann im Augenblick, glaube ich, noch keiner absehen. Wir hatten vor noch nicht allzu langer Zeit noch den Status quo, dass wir sagen, das Auffinden eines Informationsangebotes, wenn man wusste für eine bestimmte Verwaltungsleistung, wo die entsprechenden Informationen waren, dann war das schon ein Riesenvorteil. Tatsächlich ist es aber so, dass Digitalisierung in der Verwaltung nicht bedeutet, dass ich einfach nur eine andere Technik der Prozessrealisierung vollziehe, sondern es heißt, dass ich im Grunde genommen die Verwaltungsverfahren völlig neu aufstelle. Und dazu ist es notwendig, da bin ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir auch die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, die Menschen dazu mitnehmen.
Ein weiterer Aspekt ist, es gibt eine ganze Reihe, die insbesondere in Bezug auf die Geoinformationen nach unserer Auffassung wichtig sind. Es gibt ja technologische Entwicklungen und Sie werden sich ja in diesen Tagen jetzt intensiv darüber austauschen, die wir alle mit beobachten müssen und die wir im Grunde genommen auch für das tägliche Wirken beachten müssen. Wir haben natürlich immer den Anspruch, die neuesten Erfassungstechnologien zu nutzen. Ob ich jetzt bestimmte Datenerfassung über Drohnen mache, ob ich die Copernicus-Daten nutze, ob ich auch im Bereich der zum Beispiel der Geobasisdaten die Optimierung durch Beflügungszyklen dafür nutze. Ich brauche diese Erfassung, ich brauche diese Erfassungsprozesse natürlich, um auf der einen Seite, und das sage ich jetzt mal als Staatssekretär für Umwelt und Landwirtschaft, natürlich auf der einen Seite für die Umweltinformationen, aber ich brauche sie auch für die Landwirtschaft. Und wir sind gerade auch als sächsisches Landwirtschaftsministerium auf dem Weg, gerade die Möglichkeiten praktisch in einer finde ich, gewinnbringenden Symbiose zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, Forschung und Verwaltung voranzubringen. Wir haben den sogenannten Simul Innovation Hub mittlerweile ins Leben gerufen. Wir wollen versuchen, im Rahmen dieses Hubs eine ganze Reihe von Technologieentwicklungen zu befördern, zum Beispiel eben auch, was die automatische Maschinensteuerung in der Landwirtschaft betrifft. Insofern ist es auch gut, dass wir im Augenblick eine Regelung haben, dass die Landwirte derzeit im Rahmen eines Probebetriebes SAPOS-Korrekturdaten kostenfrei nutzen können. Das ist, glaube ich, ein richtiger und wichtiger Weg. Nächstes Schlagwort, auch da brauche ich Ihnen eigentlich nichts erzählen, ich will nur darauf hinweisen, dass es auch für uns wichtig ist, ist das Schlagwort Open Data. Es ist ja auch eines der Kernthemen Ihrer Community, offene Daten im Sprachgebrauch der Verwaltung durch ein Open Government Data zu realisieren. In Sachsen werden die Geodatendienste mit Geobasisdaten und Geofachdaten bereits kostenfrei und unter der Deutschlandlizenz 2.0 bereitgestellt. Wir haben als Staatsregierung insgesamt das Ziel, grundsätzlich alle Datenbestände der Verwaltung als Open Data bereitzustellen. Betreffende Gesetzesinitiativen sind derzeit in einem parlamentarischen Verfahren, sodass ich davon hoffe, dass wir auch möglichst zeitnah hier die entsprechenden Rechtsgrundlagen schaffen werden. Über eins sind wir uns, meine Damen und Herren, aber bewusst. Nach wie vor ist es so, dass wir diesen Entwicklungen, dass wir den Prozessen im Zusammenhang mit der Digitalisierung hinterherlaufen. Wir sind noch nicht auf Höhe des Prozesses. Ich rede gar nicht davon, ob es überhaupt gelingt, vor den Prozess zu kommen. Ich glaube, das wäre eine Illusion. Aber der Abstand, der darf nicht so riesig groß sein. Und insofern sind wir hier gezwungen, ein gutes Tempo vorzulegen. Das finde ich alles vor dem Hintergrund sehr spannend, dass Sie ja hier mit Ihrer Konferenz eben gerade sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, nämlich mit der Verbreitung von freier und Open Source Software für Geoinformationssysteme. Sie sind Anwender, Sie sind Entwickler, Sie stehen hier im Austausch über die Anwendungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Dabei geht es um Webmapping in gleicher Weise wie die Geodateninfrastrukturen. Es geht um Geodatenmanagement, Geoprocessing, um Desktop-Disk und auch um freie Geodaten wie OpenStreetMap. Da hören wir ja auch gleich noch was, glaube ich, davon. Insofern finde ich es toll, dass Sie hier sind. Würde mich gleich entschuldigen. Ich hätte ein Rieseninteresse, Ihnen zuzuhören, Professor Schwarzbach, aber ist es so, der Verwaltungsalltag ruft uns auch zu anderen Aufgaben. Ich darf mich dann nachher gleich mit der Frage beschäftigen, in welchem Verhältnis das Anglerwesen zur unteren Naturschutzbehörde steht. Das sind also auch ganz spannende Fragen. Aber ich denke, ich kriege das mit einem gewissen Optimismus hin. Ich darf nochmal an Sie appellieren, nutzen Sie die hier vorhandenen Möglichkeiten des Austausches der hinzukommenden Angebote. Nutzen Sie die Möglichkeiten, insbesondere darüber nachzudenken, was die Nutzerseite betrifft. Wir als Verwaltung, sage ich nur, sind offen dafür. Wir müssen aber Überzeugungsarbeit leisten und dazu bedarf es auch einer gewissen didaktischen Perfektion. Aber nutzen Sie auch die kommenden Veranstaltungen und die Zeit, die Sie hier in Dresden sind, diese wunderschöne Stadt und diese herzlichen Menschen kennenzulernen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg.
Ja, Dr. Pfeil, vielen Dank für die einführenden Worte, insbesondere für die kritische Reflexion des einen oder anderen Tagesgeschehens. Ich darf mich seitens der Organisation und seitens der Community mit einem kleinen Präsent bedanken. Es gibt hier zwei T-Shirts. Das ist jetzt natürlich eine Sache auf ganz dünnem Eis. Einmal bezogen auf die Größe, dann bezogen auf die politische Farbenlehre. Kurz und gut, dieses T-Shirt trägt das Local Team, die lokalen Organisatoren. Und das ist das T-Shirt, wie gesagt, in zwei verschiedenen Größen für die Gäste der Konferenz. Ich gebe Ihnen beide mit. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Herkommen. Ne? Also Professor Schwarzbach, das Leben ist bunt, aber wenn ich mir die Farbenlehre in der politischen Landschaft angucke, gibt es weder Grau noch Türkis. Also insofern. Okay. Vielen Dank. Gut, ja. Gut, meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt auch nochmal von meiner Person her recht herzlich hier an der HTW begrüßen. Das ist ein kleines bisschen Amtsanmaßung, weil der Prorektor für Forschung, Professor Schmidtke, hier ist, er hat gesagt, er traut mir das zu, Sie hier zu begrüßen. Vielen Dank dafür. Die HTW ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, wie es hier in Sachsen heißt. Sie ist 1992 aus einer Hochschule für Verkehrswesen hervorgegangen. Aktuell studieren hier reichlich 5000 junge Menschen an 8 verschiedenen Fakultäten. Eine dieser Fakultäten ist die Fakultät Geoinformation, an der Sie im engeren Sinne hier zu Gast sind. Eine Hochschule steht ständig vor Herausforderungen. Das klingt ein bisschen nach Phrase, ist es aber bei Weitem nicht. Ich muss in diesem Kreise nichts über Digitalisierung erzählen. Ich brauche auch hier nichts erzählen über Internationalisierung. Aber ich glaube, die größte Herausforderung, vor der die Hochschule HTW aktuell steht, ist das Thema demografischer Wandel. Man muss eins sehen, wie viele andere Hochschulen auch, sind wir regional verankert. Das bedeutet in Zahlen, dass ungefähr 2/3 unserer Studierenden aus Sachsen kommen. Und wenn man mal die Immatrikulationszahlen oder Jahrgänge der Nullerjahre sich anschaut, dann sind die dazugehörigen Geburtenjahrgänge von einer Stärke von ungefähr 60.000 bis 70.000 gewesen. Wenn man dann 10 Jahre weitergeht, dann haben sich diese 60.000 bis 70.000 reduziert. Im tiefsten Stand, zwar 1994, auf ca. 23.000 Geburten. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren, und das sind die Jahrgänge, die jetzt an die Universitäten und Hochschulen strömen, hat sich die Zahl der potenziellen Studierenden insgesamt auf 1/3 reduziert. Ja, und das stellt uns als Hochschule eben vor die genannten Herausforderungen. Nebenbei, demografischer Wandel kann auch sehr viel mit Geoinformationen, mit GIS, mit Geodaten zu tun haben. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit, wieder zurück zu dieser Konferenz zu kommen. Wir haben uns vor einem reichlichen Jahr für die Durchführung oder um die Durchführung dieser Konferenz beworben. Wir haben seinerzeit auch mit Blick auf die Teilnehmerzahlen der vergangenen Konferenzen mit der Zahl 400, wie gesagt, die haben wir in unsere Bewerbungsunterlagen reingeschrieben. Das haben Sie selber mitbekommen, dass diese Konferenz so circa 6-7 Wochen vor dem eigentlichen Beginn ausgebucht war. Dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir bieten nochmal 100 Tickets an. Ich glaube, als wir diesen Beschluss hier intern gefasst haben, hatte Katja und ihre Mitstreiter diese 100 Tickets schon weitergegeben, sodass wir also insgesamt hier 500 Teilnehmer haben. Das stellt uns organisatorisch ein Stück weit vor Probleme. Es wird hier und dort vielleicht mal etwas kuscheliger werden. Das ist aber eine Geschichte, die, denke, durch Sie und durch uns handelbar ist. Ich will jetzt an der Stelle auch nicht den Fokus auf diese organisatorischen Probleme legen, sondern vorrangig ist das eigentlich ein Erfolg. Und zwar ganz einfach ein Erfolg für das Thema freie und Open Source GIS-Software und für das Thema freie Geodaten. Und dieser Erfolg oder ein Erfolg hat generell, das wissen Sie, viele Väter und Mütter. Und
zu diesen Vätern und Müttern gehören definitiv Sie, die Sie dieses Thema in Ihrer täglichen Arbeit und darüber hinaus nach vorn bringen. Vielleicht gehören zu den Vätern und Müttern einer erfolgreichen oder einer dieser hohen Teilnehmerzahl, gehört dort auch die Stadt Dresden dazu. Vielleicht hat der eine oder andere seine Entscheidung, hierher zu kommen, eben auch beeinflussen lassen durch die Stadt Dresden und die Umgebung dieser Stadt. Trotz der verkehrstechnischen Randlage, die die Landeshauptstadt Dresden nach wie vor hat, der eine oder andere wird es bei der Anreise bemerkt haben. Und darüber hinaus hat dieser Erfolg natürlich auch die Väter und Mütter der Aktivisten vom Voskis e.V., die also das Thema über das Jahr hinweg nach vorn bringen. Wie gesagt, fühlen Sie sich hier zu Hause. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und diese kleinen organisatorischen Probleme werden wir lösen können. Mir ist aufgetragen worden, noch zwei, drei Punkte hier zu erwähnen. Die erste Geschichte betrifft das Community-Foto. Das Community-Foto ist geplant für morgen Donnerstag 15 Uhr vor dem Haupteingang der HTW. Dabei bleibt es auch. Es könnte aber sein, dass aufgrund der Wettersituation und aufgrund von Baumaßnahmen vor dem Hauptgebäude wir kurzfristig entscheiden müssen, dass wir uns hier treffen. Das würden wir dann entsprechend kommunizieren. Bitte kommen Sie hierher, damit wir Sie dann alle entsprechend auf dem Foto haben. Nächste Geschichte, heute Abend das Social Event im Bärenzwinger. Es tut mir wahnsinnig leid, dass wir dieses Social Event auf 250 Teilnehmer begrenzen mussten. Wie gesagt, wir haben nicht mit diesem Zuspruch an der Stelle gerechnet. Ich muss Sie wirklich bitten und nochmal, ich kann mich dafür nur entschuldigen, in dem Moment, wo Sie keinen Zugang haben, wo Sie kein Ticket haben, bitte kommen Sie nicht dorthin. Es ist also aus Gründen des Brandschutzes polizeilich nicht möglich, dass wir Sie dort reinlassen würden, so gerne wie ich Ihnen den Zugang ermöglichen würde. Für diejenigen, die dann sagen, okay, was soll ich heute Abend machen? Wir haben im Altmarktkeller, das ist also die Gaststätte, wo wir uns gestern schon getroffen haben, für Sie entsprechende Plätze reserviert. Wo Sie diese Gaststätte finden, finden Sie in den entsprechenden Unterlagen, in den beigefügten Karten beziehungsweise im Netz. Es wäre schön, wenn Sie sich dann dort treffen würden, wenn Sie, wie gesagt, heute Abend nicht kommen können. Last but not least, geben Sie mir bitte die Gelegenheit, dass ich mich an der Stelle bei allen bedanke, die im Vorfeld dieser Konferenz zusammengearbeitet haben, bei den Mitgliedern des Local Teams, insbesondere bei den wirklich zahlreichen Studenten, die sich hier engagiert haben. Und ich möchte mich insbesondere aber auch beim Haus bedanken. Wir haben also jede Unterstützung bekommen, die wir hier benötigt haben. Das von meiner Sicht als Head of Local Team, wie es wohl heißt. Applaus.